Was muss man jetzt wo fahren? Das steht. Was? Hart oder Medium? Hart oder Medium? Aber ich pass nicht auf. Nö, ich hab grad weißt du, so wie normalerweise auf jeder Strecke, bis auf ein paar Ausnahmen. Also bei ein paar Ausnahmen ist es so, dass du die ganz harten nehmen musst, verpflichtend. Und sonst gibt es immer Medium. Und ja, das hatten wir in Malaysia, hatten wir das ja. Da musst du unbedingt mal den harten fahren. Ja. Medium reicht nicht. Warum auch immer. Das musst du in Kanada, glaube ich, auch. Nee, in Kanada nicht. Wo musst du das? Doch, ich glaube da. Ah, doch, in Kanada musst du, glaube ich, den Soften unbedingt fahren. Ja, ne? Genau. Das hat die hat Pirelli so vorgegeben. Ja, also die, ach so, der Reifenhersteller. Ja, Soft, aber da gab es ja auch Ultrasoft, die man fahren konnte. Warum, ja, genau, sagt denn der Reifenhersteller, welche du nehmen musst, bitteschön? Und damit Ferrari nicht wieder 80 zurück. Runden auf einem Reifen fährt und sich anschließend beschwert, dass er geplatzt ist. Und damit willkommen zurück bei Let's Play Formel 1 2016 mit den üblichen Kandidaten und ohne Traktionskontrolle. So, fahr mal direkt raus, dann können wir dir wieder zuschauen. Naja, also als kurze Frage, wer ist das letzte Rennen auch ohne ABS gefahren? Ich. Alle, glaube ich. Nein. Nee, ich bin mitgefahren. Beide Haas und ich. Alle okay, anderen dann mache ich das mal wieder rein für das Rennen. Ist er einmal nur Zweiter geworden. Oh, das ist ärgerlich. Ja, du kannst das auch machen. Nee, das ist ja Pussy. Oder? Ich ziehe das die Saison durch. So. Nächste Saison mit irgendwie mit Schalten. So, bist du schon auf der Strecke? Nein, Sarah? Ich fahre jetzt gerade raus. Gleich. Ich fahre auch gerade raus und bitte. An unserem Wetter ändert sich natürlich mal wieder nichts, wie immer. Ich habe keine Ahnung, wo ich stehe. Ich muss ja hier rausfahren jetzt. Wäre sonst auch langweilig. Strahlender Sonnenschein. Ach so. Aber am. Ach, wie geil ist im das Rennen denn? Ja, dieser Boxenausgang ist echt. Nee, stimmt gar nicht. Ist auch so lang hier. Also, Leute, mal an die Zuschauer, ja, damit ihr das mal wisst, falls ihr euch denkt, wir machen das mit Absicht, wir machen das nicht mit Absicht. Was? Falls ihr nochmal in die alten Folgen reinguckt, in den ersten Rennen hatten wir auch im Rennen Wetterwechsel. Also es hat nicht geregnet, aber es kam von bewölkt zu sonnig oder halt umgekehrt. Aber seit, doch, es hat geregnet. Ahnung, Russland zum Beispiel hat es geregnet. 10.000 Rennen hat sich überhaupt Russland nichts mehr geregnet, getan. Das stimmt. Ja, da hat es im Qualifying mal geregnet. Aber da, Russland war ja auch eine der ersten Strecken, wo wir auch noch Wetterumstieg hatten. Das Rad. Im Rennen. Das Rad. Hurz! Und jetzt fährt er hier gleich rein gegen den Toro Rosso, wer auch immer das ist. The Science ist das. Ach, ist das schön. Ich möchte, glaube ich, nie dieses Rennen mal rausfliegen und dir die ganze Zeit zuschauen. Ja, ne? Ey, geh mal vom Gras. Gras ist schön. Toro Rosso. Safety Car hatten wir auch nicht. Wir hatten nicht mal das virtuelle Safety Car, war in Mexiko draußen. Hatten wir nicht einen? Hatten wir ja, auch irgendwann mal. Ja, wir hatten klar, wir hatten fast nicht. Wir hatten das früher ständig, aber. Seid virtuelles. Normale, sondern virtuelles hatten wir auch schon, ja. Also aber Safety Car wurde bestimmt rausgepatcht oder so. Nee. Ja. Es gab seit über einem Monat keinen Patch mehr. Und die Kurve wird anstrengend. Seit über einem Monat haben wir auch keinen Safety Car mehr gehabt. Ich glaube, Belgien hat Shanghai. In Italien hatten wir einen Safety Car. Das ist ein Premium-Verbremser. Das war in Italien, war vor Shanghai noch, ne? Vor Singapur noch. Ja, war ja. Belgien und Italien waren zusammen. Ja, da hatten wir auf jeden Fall. Da hatten wir es auf jeden Fall in der Session. Aber in beiden, ja. Da war Kreislauf dabei. Vielleicht haben wir es ja in diesem Rennen. Ich fahre jetzt auch mal raus, glaube ich. So, erstmal hier die Monotaktik. Echt, man rutscht hier richtig rum. Nach der ersten Kurve. Ja, finde ich auch. Du hast hier einen Begriff geprägt, Mono. Die Monotaktik. Ja. Monotaktik. Nächste das Saison werden wir die aber nicht mehr umsetzen können. Da werden wir wieder auf den weichesten fahren müssen. Ja, ich hoff's mal. Weil jetzt ist es ja fast egal, was du fährst. Du bist halt immer in den Top 5. Aber wenn wir jetzt die Schwierigkeit hochstellen, wäre auch blöd für die letzten zwei Rennen. Vor allem für mich. Ja, klar. Wir machen das in der nächsten Saison. Bitte nicht hochstellen. Genau, Conrad brauchen wir den ersten Push. Conrad muss noch ein bisschen üben, das wird auch besser. Ja, Gondrell ist halt, also dem fehlt halt einfach die Übung, ja. Dem fehlt Praxis, klar. Habe ich auch so, am Anfang gehabt. Der war ja jetzt genauso rumgerutscht. Mexiko war ja schnell genug. Auch er ist ja auch sogar Qualifying auf Soft gefahren und war trotzdem vorne mit dabei. Ja, genau. Das war sehr zu lang. Danke, das war klar. Ich mag diese Strecke irgendwie. Das Problem ist, ich will schon wieder auf der Geraden gedreht. Was ist denn das hier für ein Bullsch? Ja, die, ich keine glaub, Ahnung, die hat sie vor Also ich finde die vom Straßenbelag her so wie England. Reifenfressend und rutschig. Alter, ich bleib doch mal nächstes auf der Geraden auf der Strecke, du also fucking so Auto, rutschig finde ich die gar nicht. Die Curbs sind die ist extrem rutschig. Nee, also ich habe ein Problem da Grip zu finden. Und ich habe in jeder Kurve habe ich Vibration. Okay, vielleicht habe ich mich schon so dran gewöhnt, weil ich hier vorher mal kurz getestet habe. Ich weiß es nicht. Ich hab die auch irgendwann mal gespielt. Ach, da ist noch gar nicht das Schild. Oder vielleicht deswegen, weil ich auch im Regen gefahren bin. Auch AIDS, das ist halt noch viel schlimmer. Ey. Fuck, jetzt will ich den Flügel wechseln, jetzt muss ich ja wieder aus der Box fahren. Ich habe das Gefühl, Salrock fährt ein ganz anderes Rennen als wir. Ja, das stimmt allerdings.
Jetzt haben wir wahrscheinlich drei Gesprächsgruppen. Da hat er aber recht. Also der Boxenassistent wird auch interessant auf einigen. Ja. Also ohne Boxenassistent ja. Aber es ist auf viel besser. Auf jeden Fall auch interessant. Ich finde es auch besser. Also ich finde generell erstmal alles gut, das findet was uns so im Vergleich zu der KI zurücksetzt. Das ist ja egal. Aber ich finde das blöd, dass man mit 300 in die Box fahren kann. Da muss man schon ein bisschen aufpassen vorher. Das ist schon eine tolle Geschichte, die sie da eingeführt haben in dieser Saison. Oder so, in diesem Spiel. Hey, da werden mir die Gummis mehr aufgezogen. Aber es ist hier, der Belag hier ist, da muss ich dem Mono aber recht geben, das ist extrem rutschig. Wer hat der hinter mir eine schnelle Runde? Nein. Nö. Outlap. Okay. Oh, ich fahre direkt hinter dem Ferrari raus, sagst du. Was? Achso, du kommst erst noch. Ich dachte. Ja. Ey, ich war gerade an der Box. Ihr habt nicht die Umstände gemacht, dass ihr das krass davon gebracht habt. Ja, jetzt hinter mir auf einer schnellen Runde. Egal. Ich mache eine Mono-Runde. Ich hab die schon gemacht. Also, wenn du gleich über Stadtziel fahren willst, egal, jetzt bist du so langsam. Was ist eine Mono? Und ich muss langsam fahren bis. Nee, mit den weichen Reifen eine schnelle Runde fahren, gucken, wie es dann vom Ziel bremsen, sehen wir, wo willst du vorbei, ich fahr mal hier außen. Ich bin diesmal direkt in die Boxengasse reingefahren dann am Ende. So, ich habe jetzt auf jeden Fall genug Zeit hier gelassen, jetzt kann ich nochmal eine Runde fahren. Oh, das ist fies! Die DRS-Linie ist genau bei der Boxenausfahrt. Ja. Das ist richtig. Aber diese erste Kurve ist schon so reifenfressend, sehe ich hier gerade. Mein Flügel hat's ja auch gefressen. Meinst du diese Kombination oder meinst die du den Berg runter? Nee, direkt nach Startziel. Diese Kombination, links-rechts-Kombination. Davor noch, direkt die erste Kurve einfach. Die danach ist auch nicht so ohne, aber da bist du mit so einem hohen Tempo. Ach, du meinst diese langgezogene? Ja, genau, du bist da mit so einem hohen Tempo. Ja, das stimmt, ja. Magnussen teleportiert sich, sag auch nicht minimieren. Sich. Ich finde an der Stelle ist auch tatsächlich der Straßenbetrag sehr übel. Bist du auf einer schnellen Runde? Cyborg nicht lenken! Oh, ich hab vergessen, GS anzumachen. Ja, ich fahre eine langsame Runde jetzt. Ich bin auf Platz 2, alles klar. Als würde ich mit Lenkrad eine schnelle Runde fahren. Ja, Entschuldigung, so direkt wollte ich das jetzt nicht sagen. Alter, Force Feedback, das ist echt hart, wenn du mit Vollgas. Ja, machst du denn da? Gelbe Flagge? Achso, ja, ich fahre eine langsame Runde. Ich will nicht, mit den Reifen will ich nicht qualifizieren. Achso, du bist das, okay. Nee, ich weiß nicht. Du bleibst da? Okay, danke. Hätte nur Reifen schon jetzt. Weil ich bin auf Platz 2. Ich lese gerade, wenn man bei den Zeiten guckt, dann steht da unten drunter der theoretische Bestzeit zum der Session. Der theoretische Bestzeit zum der Session, ey. Das habe ich auch schon mal in irgendeiner Aufnahme gesehen. Das Übersetzung gut haben. Also da steht jemand. Wenn ihr, in der ersten Kurve einfach komplett geradeaus fährt, dann werdet ihr zurückgesetzt. Das ist ein Bereich, den man nicht betreten kann. Das kenne ich aus. Ich muss schon wieder meinen Flügel wechseln. Ja, ich auch. Die eine Kurve in Japan da. Ja. Das wurde bei mir in der Aufnahme tatsächlich. Ist das passiert, ne? Deshalb hat mich Sebi am Ende noch überholt. Ich bin hinter Gonre. Hey, Gonre, du warst schnell. Ja, mit den mittleren Reifen. Aber das Problem ist, jetzt sind die so abgenutzt. Ja, egal. Scheiß drauf. Ja, hättest mal eine Monorunde gefahren. Ja, hab ich aber nicht. Oh, du hältst Magnus ganz schön auf. Und Gonre fährt erstmal übers Grün. Magnus räumt dich gleich ab. Alles klar, vergiss es. Ich fahr mit denen jetzt in die Box gleich. Das ist deine zweite Runde? Nicht so ganz raus, wann ich Gas geben soll, oder nicht? War das deine zweite Runde, oder? Magnus klebt dir so am Heck. Ich hab jetzt schon... Und jetzt ist er neben dir! Oh! Oh, da fährt er in die Box. Ich fahr jetzt auch schnell in die Box. Guck mal, wie viel ich aufhole und beim in die Box fahren einfach. Ich muss ja auch bremsen dabei. Ich hab, glaube ich, 5 Sekunden allein dadurch gewonnen, dass ich mit 300 in die Box fahren kann. Oh nein, jetzt muss ich warten. Boah, wie meine Reifen aussehen, das sieht ja schrecklich aus. Ja, das stimmt allerdings. Ja, okay, ich bin noch in der Wand. Die sehen immer gleich noch? Aus. Die sehen immer gleich ja, aus. Ja, ich will nochmal fahren. Ich habe noch keine gezeitete Runde. Ja, das kommt auch nicht so auf einer schnellen Runde, oder? Zeitlichen Siegfliegen. Jetzt im Moment, nee, glaub nicht. Jormund fährt jetzt auf eine schnelle. Ja, sein, ich oder? Eigentlich bin ich davor schon eingefahren. Ich wollte aber nicht. Also, Leute, viel Spaß, das wenn ihr die Traktionskontrolle ausmacht. Wenn ihr Gas gibt, der Red Bull hat nicht so viele Leute mehr, die können nur mich. Alter, jetzt stehe ich hier immer noch rum. Jetzt fangen die erst an. Dabei stehe ich schon drin. Okay, jetzt fahr ich so, jetzt dreht reicht. Er auch mal hier, der Jürgen. Sepp ist über eine Sekunde schneller. Das ist ein österreichisches Team, wir können den Manfred pustet schön.
8 Minuten 20 haben wir noch. Das ist sein Name, ne? Manfred. Und da ist Egon, der Wagenheber. Egon, der Wagenheber. Ewald! Guillaume, bist du noch auf einer Runde oder nicht? Kann auch Schiedsrichter der Champions League sein, wie er gerade das Handzeichen gegeben hat. Ich bin jetzt in der Box. Scheiße, ey. Die Reifen haben viel zu viel Abnutzung. An jetzt steht man anders bei dem, egal. So, wir fahren mal wieder raus! Jetzt zählt's gleich mal. Mono, willst du erst raus oder soll ich erst raus? Nee, fahr ruhig. Okay, wie voll ist das gerade? Gut, glaube ich. Ja, sind... Nein, ich hätte das Benzin... Sind nur 6 Euro auf der Strecke. Sind nur 6 Euro auf der Strecke. Jetzt habe ich das Benzin nicht geändert. Ich rechne jetzt einfach mal mit Platz 5. Und dann ganz ehrlich, freut ganz euch hinten. Schon auf die Boxenausfahrt von Monaco. Wie viel Benzin braucht ihr denn eigentlich immer? Fahrt das habe ich schon gemacht, Monaco geht eigentlich. Also ich glaube, diese Boxenausfahrt hier in Brasilien ist schlimmer. Monaco finde ich zum Kotzen. Abu Dhabi, Monaco geht, wenn du selber fährst. Das geht. Warte, Ben, darf ich Benzin trotzdem? Ich darf Benzin nicht mehr ändern. Fuck! Wenn du einmal eingestellt hast, ist es vorbei. Doch, ja. Benzin solltest du ändern können. Nein, dann nimm mal Park für mich. Ja, aber das ist eigentlich egal. Du kannst Benzin aber, ist nee. Egal. In der Startaufstellung kannst du ändern. Ach man, in dem Moment habe ich weggeguckt. Ja, auch, eigentlich müsstest du das auch für die Runden ändern können. Nee, ich kann es auch so tatsächlich ändern. Du kannst nur, also du kannst glaube ich noch die Frontflügel ändern. Nee, kannst du nicht. Was kannst du da, den Abtrieb oder so kannst du irgendwo noch ändern? Du kannst den Abtrieb, den Vorder, die Kraftverteilung. Nein! Vordergrad-Bremskraftverteilung. Ja, ja, die habe ich zum Beispiel ein bisschen nach hinten gestellt. Seitdem fährt sich wenigstens besser. Echt nach hinten? Ich habe für 7,8. Ich habe eine gleichmäßigere Reifenabnutzung seitdem. Also hast du auf 50% gestellt, oder wie? Nee, auf... Moment, ich guck mal gleich, wenn Sonja, ich das weil ich habe es nämlich auf 60 und das ist halt kacke. Mach mal ein bisschen Abstieg, wenn das Cyrock ist, nur vorne nutzen sich die Reifen. Ja, lass mich mal, warte mal kurz, ich muss mal kurz schauen. So. Ich bin jetzt auf dieser langen Geraden dabei Stadt. Ja, dann ist das nämlich Zahrock. Bin das gut, dass ich fahr sowieso in die Box, brauch nämlich 49. Ich hab's jetzt auf 55 stehen. Ich hab halt so viel Benzin im Auto, das wird keine gute Runde. Was ist denn die Vorderflügel? Oh Gott! Vorderflügel Aero, was ist denn das überhaupt bei der Aerodynamik? Keine Ahnung, ich nehm Setup, was bei Steam steht und gut ist. Ja, es ist bei mir genauso. Ah, lol. Ja, wie viel hast du? Gorex, das war nicht steht gut bei mir bei Vorderflügel, ah, Schnauze. Bei 7. Und der fährt auch mit Traktionskontrolle. Bei 7, das war noch schlechter für die Kreidekurve. Ich rede von den Bremsen. Achso, das stimmt. Abteilung 55. Bremsen? 55? Abteilung Bremsen? Aber ich habe sowieso viel zu viel Benzin im Auto. Und also, was machst du bei Aerodynamik? Ich kann dich sowieso nicht schlagen damit. 7. Könntest du schon? So viel? Ja. Was, Hinterflügel Aero kann ich nicht? Entschuldigung, ich wollte mal Bremsscheibe. Bremsscheibe, wo finde ich die wohl? Was steht Heckflügel bei dir? Wer Weltmeister ist und wer nicht? 6. Okay, das habe ich auch. Was ist Transmission? Differentialanpassung? Das lasse ich mal so. Ja, Differential ist halt Differential. Ja. Ich glaube, er würde eher wissen, was das Differential macht. Ja. Dass das Differential steht das immer Differential unten. Ist, das weiß er. Die Differential... Ach, da steht's. Mono, du fährst nicht zufällig gerade eine Runde, die 3 Minuten 15 lang ist, oder? Keine Ahnung, ich fahre gerade erst los. Ich muss jetzt langsam meine Zeit fahren. Snergorix auf der Startziel. Aber ist das schon okay. Übel, ne? 1,7, ne? 1,8 Sekunden bin ich hinter Sepp. Weil ich vorher noch in der Box stand. Boah, Zweiter. Alter, ja, ich denke mit Benzin, das jetzt nicht noch für 6 weitere Runden würde, wäre da vielleicht was gegangen. Aber gut. Okay. Oh, Mono ist gefährlich. Auf welchem Platz bin ich denn aktuell? Du bist Dritter. Ernsthaft? Ich habe ja in der Boxenausfahrt der Flügel. Nee, du bist Dritter. Gelbe Flagge, weil Zahlrock wieder die Strecke betreten hat. Die Marschall wissen auch schon alle Bescheid. Ich bin 7000 hinter dir. Alt, ja, aber richtig. Das ist krass. Ich habe Ich bin zu eine Runde gefahren mit dem Medium, habe hier schon 4% überall. Ja, ich bin 2 gefahren, habe 7. Ich bin 4 gefahren und habe 14, also. No. Mono. Oh, das war nicht gut. Ich habe da irgend so ein Schild pulverisiert. Mono fährt auch? So viele Außenteile geflogen. Großen Mono. Ach, da. Und... Bist du auf der schnellen Erster? Nee, das war nicht so gut. Das und Mono schlecht. Ist auf Platz 7 vorne rechts. Kann aber theoretisch kann er jetzt noch eine falsche Pedale. Ach, Mann. Ja, aber ich glaube, ich habe sehr viel Zeit auf der letzten Reihe. Sarah, willst du nicht doch lieber mit Controller fahren? Nein. Also auf vor Gott, die KI werde ich schon noch wo fahren. Wo stehst du denn da rum? Jetzt fahr nicht in mein Auto. Jetzt dreht er sich wieder weg. Flügel. Ja, das ist eine Überraschung. Du hast noch 4 Minuten, Sarok. Du sollst dich langsam beeilen. Da kriegen wir noch hin. Mono, fährst du noch eine Runde, ne? Doch. Bin nur 7. oder so. Nein, jetzt! So, jetzt gerade aufs Fahren. Okay, ich guck. Ja, du fährst aber eher neben der Strecke gerade. Ja.
Ach echt, das ist mir gar nicht aufgefallen. Jetzt, ich schau mal Seilrock ein bisschen an. Ich brauch einen neuen Flügel! Oh, Mono, geht auch in die Box. Deine Crew ist gerade gespawnt. Nee, das ist Hülkenberg, das ist gar nicht unsere Crew. Jetzt wollte ich Seilrock zugucken. Aber es wird keine Fahrhilfe angemacht, wir beißen uns durch. Oh, Mono, das ist ein bisschen Mono, nicht abkürzen. Das war keine Abkürzung. Neben der Strecke? Das war langsam genug, um mich als Abkürzen zu zählen. Jetzt hab ich mich wieder da. Vor allen Dingen, wenn sich darüber jemand beschweren darf hier nach dem letzten... Wobei Mono hatte auch 6 Sekunden, ne? Jetzt bist du auf dritten Platz. Dritter. Hey. Wow. Oh. Oh. Du musst. Das war. Ach so. Aber so Highspeed-Strecken sind ohne Traktionskontrolle echt zu kurz. Naja, das war nicht geplant, dass ich da rausfliege. Aber als ich einmal am Abfliegen war, habe ich gedacht, ja, lass mich da noch jemand gerade schnell? Warte, ich kann mal auf. Ich muss noch mal raus. Ich will wenigstens aber eine trotz Zeit. Trotz des ganzen Rausrutschens aber echt bist du wobei die Runde ist kurz. Ein Zehntel schneller als wir. Also ist schon. Yeah. Es ist knapp, wir sind alle ziemlich nah beieinander. Ah, ja. Oh, gut. Ja, aber er ist ja sehr viel rum. Ja, ich werde keine schnellere Runde mehr fahren. Ich will mit Mediums fahren und will die nicht überall anstrengen. Ja, nee, Mono ist. Ja, doch, Mono ist. Wie viel schneller? Aber meine. Du hast ja gesehen, was deine ersten Kurve los war. Und dann hatte ich noch viel zu viel Benzin. Von daher. Also, Ergorix fährt nochmal oder fährst du nicht? Nein. 700. An Ergorix, ich fahre auch ohne ABS, ne? Ja, da ist Seilrock. Das könnte nicht mehr zu werden. Seilrock? Oh ja, das könnte, wenn wir einigermaßen die gleichen Wege schaffen, aus der Boxengasse rauszukommen. Kommt auf den Reifenverschleiß an. Oh nein, die Boxengasse auf ist der Strecke geht das eigentlich mit den blockierenden Rädern. Das fällt ja, das stimmt. Nur diese erste Kurve, die kann jetzt kommt die erste Kurve. Ich habe vorne rechts schon 7%. Ich hatte vorne rechts. Und wenn sie die Staubwolken hinter ihm. Ja. Die 6 hatte ich. Ich hatte auf allen Reifen, als ich in die Box gefahren bin, 4%. Ich fahr so wie ihr auch. Ich hab vorne rechts 7 und vorne links 6. Ich bin auch 2 dran. Aber man sieht auch direkt, dass Seilrock mit Lenkrad fährt. So ruhig, wie das Lenkrad da im Auto ist. Achso, bei mir ruckelt das immer so hin und her. Ja, das stimmt, ja. Guck mal, der Hamilton will dich überholen. Ich glaube, das schafft er auch. Der darf nicht. Stehendes Rad. Oh. Kein Druck jetzt, Seilrock, ne? Also, wir schauen dir zwar alle zu, aber... Ja, das ist absolut. Und da kommt er um die Kurve. 25, 22. Oh, jetzt kommt die gefährliche Stelle. Steht das wieder da stehende Reifen. Oh. Das muss echt unangenehm sein, wenn es die ganze Zeit so rumpelt. Ist das schon gar keine Sonnenschnelle? Meine erste Zeit. DRS, jetzt. Komm, Und? Hat sich nichts geändert. 22. Noch eine Minute. Und verbremst. Nice Sauce, richtig gut. Wisst ihr, was das Problem war? Jetzt kommt die fliegende Runde. Nee, Seilrock wollte die ursprüngliche Strecke fahren, weißt du, die geht hinten noch rum. Ja, das stimmt. Ja. Also jetzt ist dein. Jetzt, also ich würde sagen, Seilrock, ich glaube, du bist 22. Ja, das stimmt. Nein, er kann noch fahren, er hat noch eine Zeit, die er fahren kann. Ja, aber er schafft es jetzt nicht nochmal bei Linie, oder? Die wird richtig gut. Es zählt ja nur diese hier und die noch kommt, ist, glaube ich, zu spät angefangen, oder? Ja, ist hier. Blockieren alle Reifen. Das wird nix. Aber die überhaupt noch schafft die Runde. Ja, die Runde darf er ja jetzt zu Ende fahren, aber ich glaube, er schafft keine neue mehr, oder? Ich sehe leider keine Zeit. Nee, noch 20 Sekunden. Ja, das schafft er nicht. Oder? Nee, das ganze Infield kommt da ja. Oh, das war mega verbremst. Genau. Ja. Wenigstens schafft er noch eine Zeit. Das wird natürlich viel anders in der Situation. Das wird eine super Zeit, so 2 Minuten oder so. Ja, aber so ein bisschen Wettbewerbsverzerrung ist das ja jetzt hier vorne dann, ne? Ich bin ja schon, das ist wie Bayern. Ja, deshalb sind Bayern ja auch gerade nur Zweiter in der Tabelle. Ja, das stimmt. Sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League. Und vorbei und... Wobei, das wird sich vermutlich jetzt wieder geändert haben, wo die Mann, das ist jetzt echt kacke, so. Ich will jetzt da ist Bremen schon auf Platz 1. Bremen, natürlich. Komm, unter 1,30 kriegen wir noch hin. Die müssen wie viele Punkte aufholen? Ich glaube, mehr als das Vierfache von dem, was sie schon haben. Hey, ich hab eine Runde fertig gefahren. Yeah. Wo bist du denn? Und Gonrell ist Vierter. 22. Ja. Boah, war das knapp zwischen Gonrell und Guillaume. Aber richtig. Oh mein Gott. Wir sind nur 7000. Das ist echt hart knapp. Also der dritte bis fünfte Platz, das ist mega nah beieinander, so gesehen. Yep. Das werden wir alles noch umdrehen. Am Ende des Rennens. Der zweite und erste Tabelle, ist die wir jetzt auch haben, genau knapp. Andersrum aus. Also Seilrock liegt 14 Sekunden hinter uns. Das bedeutet, in Runde 5 kriegen wir das erste Mal. 11 Sekunden hinter dem Vorletzten. Ja. Gut, dann gehen wir doch ins Rennen. Ich war ja auch ohne ABS, muss man einfach mal sagen. Ja, ich auch. Echt mal ohne ABS. Das ist blöd, dass ich das jetzt nicht mehr so als Vorteil nehmen kann. Aber wenn ich dafür vorne mitfahre, ist es ja vielleicht sogar besser.